So, hallo und herzlich willkommen bei Soli-Tipp. Heute geht es mal um eine Route, vor allem eine Spinnroute, ein Erbstück. Das ist vom Andreas die Route. Hallo Andreas, ganz speziell für dich jetzt. Und es geht jetzt bei der Route darum, dass einerseits die Ringaufteilung insgesamt zu weit ist. Die soll also geändert werden, macht Andreas natürlich selbst, braucht nur die Ringe dazu. In diesem Zusammenhang hat er gesagt, okay, die Soli-Cuffs, also die Steckverbindungen, sollen auf alle Fälle schon mal verstärkt werden. Außerdem gibt es ein Klappern in der unteren Steckverbindung. Da habe ich schon rausbekommen, an was es liegt. Kann man leider nicht mehr ohne weiteres beheben, wenn man sich das mal so anhört. Es klappert also in dem inneren Bereich des Blanks. Ich habe es mit einer Sonde schon mir angesehen, von hinten, weil da auch der Stöpsel fehlt von der Endkappe. Es reicht also tatsächlich bis über die Steckverbindung hinaus. Die wurde wohl im Nachgang, also vor dem Aufbau der Route, verstärkt. Also ein Vollmaterial eingeklebt, wahrscheinlich von unten. Dann blieb eine Leimspur in dem Blank hängen, ist ausgehärtet und hat sich natürlich im Lauf der Zeit gelöst. Und das ist das Klappern, das man also hört, wenn man auch so gegen den Blank so schlägt. Das ist rein von der Stabilität her kein Problem. Wir haben uns jetzt also auch schon nach dem Telefonat bzw. E-Mail-Verkehr darauf verständigt, dass wir dieses Klappern jetzt einfach lassen. Sollte es mir nicht gelingen, mit einer Sonde das jetzt noch rauszustoßen, das werde ich noch versuchen, werde aber nicht allzu viel Zeit darin investieren. Der zweite Teil, und das ist der Hauptteil eigentlich, ist eine Soli-Tipp, um die Route einfach in der Spitze selbst zu verfeinern. Das ist also das Vollmaterial dazu. Soll oben an der Spitze praktisch die Soli-Tipp, die Spitzenaktion etwas mehr verfeinern. Ich habe jetzt gerade die Vermessung schon durchgeführt, und zwar der Originalroute. Das läuft jetzt auch gerade das Video schon weiter. So, und da haben wir natürlich jetzt dann Messwerte bekommen, und zwar die Originalroute hat in den statischen Weg, also es war die erste Messstrecke, 13,84 Gramm auf 65,39 in der Biegung ganz nach unten. Das wiederum ergibt nach der Formel einen Powerfaktor von 4,72, also eine Medium-Fast-Aktion, also mittelschnelle Aktion, semi-parabolisch sagt man auch dazu. Und es ergibt sich ein Wurfgewicht jetzt, so wie sie im Original ist, von 3,5 bis 11 Gramm. Das Ganze kann man natürlich jetzt noch verfeinern nach unten hin, indem man eine Soli-Tipp einspleißt. Dazu werde ich also jetzt die Soli-Tipp entsprechend hier erstmal anheften und eine Vermessung durchführen, was man für eine Aktion dann dadurch erzielen kann. So, die Route hängt nun schon in der Messanlage. Hier ist sie angeheftet mit Pfeifenputzern, wie ich es normalerweise immer mache auch. Das ist die Soli-Tipp, da oben die Originalspitze noch. Da ist das Fähnchen, das ist aufs Wasser, also natürlich auf die Waagrechte ausgerichtet. Hier sind die Laserpunkte und das ist praktisch die Waagrechte. Und jetzt ist die Route also erst im Wasser. Und jetzt hänge ich das Gewicht dran, was notwendig ist, um den ersten Messwert, also den Viertelweg zu erreichen, den sogenannten statischen Weg. Das ist dieses Gewicht. Müsste natürlich jetzt weniger wiegen als das vorhergehende. Da haben wir jetzt aber auch 12,63. Vorher waren es 13,84. Interessant ist es dann die Auslenkung natürlich vom 15 Grad, also wie sich die Route beim normalen Wurf biegt. Da brauchen wir also natürlich mehr Gewicht jetzt. Aber natürlich weniger Gewicht als vorher. Hier sieht man schon, die Spitze biegt sich wesentlich feiner als vorhin bei der Originalroute jetzt. Und das biege ich dies noch ab. Da haben wir 63,77. Vorher waren es 65,39.
So, und wenn man diese beiden Werte nun wieder teilt, kommt ein Wert raus von 5,05 als Powerfaktor und das ergibt wiederum ein Wurfgewicht von 3,0 bis 10 Gramm. Vorher waren wir bei 3,5 bis 11 Gramm. Also wir haben jetzt die Route tatsächlich durch die Solitip verfeinert. Und jetzt ist die Entscheidung natürlich, wollen wir es so durchziehen? Kurz Bescheid geben, Andreas, dann geht's weiter. Dankeschön, einstweilen. Tschüss. So, ein paar Tage sind nur vergangen. Die Arbeiten sind abgeschlossen. Das Material ist auch eingetroffen. Und nun der versprochene Blick aufs Endresultat. Also erstmal die Vollspitze. Ohne Beringung wohlgemerkt, denn der Kunde will ja die Ringe selbst anbringen. Die Ringe habe ich natürlich jetzt für ihn besorgt. Einstiegringe, Minima von Packbay war der Wunsch. Die Rutenspitze ist nun um einiges feiner, das war ja auch gewünscht. Das Original der Spitze ist hier und dazu kamen dann eben auch noch die Solicuffs. Und zwar sieht es dann in dem Fall so aus. Sie sind ungefinished, das heißt also, sie sind nur geschliffen und imprägniert, denn der ganze Blanklack wird entfernt werden vom Kunden zusammen mit den Ringen, um die Rute dann komplett neu aufzubauen. Das gleiche ist natürlich beim Übergang von der Solitip, auch die ist naturbelassen, so wie es jetzt ist, nur einmal imprägniert. Ja, das Einzige, was allerdings jetzt dann doch noch geblieben ist, ist das Klappern in diesem Bereich der unteren Steckverbindung. Ich habe zwar hier mit Kohlefaser aufgearbeitet, die Stärke und auch eingeschliffen, allerdings die Verstärkung, die hier eingeklebt war ursprünglich seitens des Bauers dieser Route, die ist leider klapperig geblieben, um es mal so auszudrücken. So, jetzt ist das Video soweit durch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ihr mal so einen kompletten Umbau selbst machen wollt, neben dem Material, was ihr von mir bekommen könnt oder was ich euch besorgen kann, gibt es natürlich wie immer jede Menge Tipps auch noch. Die kann ich nicht alle in Videos reinpacken, logischerweise. Aber per E-Mail, hier oben ist die E-Mail-Adresse immer eingeblendet, könnt ihr mir ohne weiteres immer Fragen stellen, die ich auch gerne beantworte. Und wie gesagt, wenn ihr mal so ein Projekt vorhabt, eine Route komplett neu aufzubauen, es macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Nicht umsonst bin ich also Routenbauer oder Routenrestaurateur, Reparateur. Und es kommen immer mehr Leute dazu, zu diesem Hobby. Und ich finde es eine tolle Entwicklung. Also, wenn mal aber was sein sollte, da wo ihr nimmer weiterkommt, ihr wisst, wo ich zu finden bin. Dankeschön und tschüss.